Herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video hier bei Abenteuer-Brettspiele. Diesmal mit einem Spiel, ja, auf das ich lange gewartet habe, was ich bei einem Online-Händler vorbestellt hatte, wo jetzt zwischenzeitlich auch ein neuer Kickstarter schon wieder lief, ich aber dann meine Bestellung beibehalten habe und dann endlich jetzt nach vielen Monaten ist Dungeon Degenerates, Hand of Doom und die Erweiterung Mean Streets bei mir eingetroffen. Ein interessantes Abenteuerspiel mit sehr interessanter und gewöhnungsbedürftiger, aber auch ungewöhnlicher und einzigartiger Gestaltung, wie man hier schon an den Boxen sehen kann. Ja, und ich möchte einfach mit euch zusammen mal in diese beiden Boxen reinschauen und einfach mal gucken, was bei Dungeon Degenerates dabei ist. Natürlich muss man ein bisschen vorsichtig sein, wir wollen es ja nicht groß spoilern, aber ich denke, man kann sich die Materialien schon anschauen. Ich mache die Box mal auf, erstmal die große. Man muss ja sagen, also die Grafik ist schon irgendwie faszinierend, die Gestaltung, die Illustration hier irgendwie gleichzeitig abstoßend und faszinierend. Es ist jetzt nicht mein Wunschstil, aber ich finde gerade so diese auch wenig Farben irgendwie, das wirkt wie so ein altes Homecomputersystem, bevor es dann wirklich doch mehr Farben gab. Sieht irgendwie spannend aus, auf jeden Fall. Und dann geht es gleich los mit der Karte und die ist natürlich auch gleich mal sehr spannend. Und dann werde ich versuchen, die hier mal auf das Spielfeld zu bekommen oder aufs Bild zu bekommen, aber das geht eigentlich ganz gut. Ja, hier haben wir halt die Karten von Dungeon Degenerates Hand of Doom. Wir haben halt verschiedene Orte. Man sieht auch die Wege, die so zwischen den einzelnen Orten, wie zum Beispiel The Watchtower, Pigskin Port, The Windmill und so weiter verlaufen. Man hat auch unterschiedliche Regionen, wie man hier farblich erkennen kann. Und dann bestimmte, ich bin mir gar nicht sicher, ob das jetzt Schwierigkeiten sind, diese Zahlen der Begegnungen, die man dort haben kann oder was das genau bedeutet, schwer zu sagen. Aber sieht auf jeden Fall auch schon irgendwie ziemlich faszinierend aus. Und wenn man sich die Details anschaut, ist das schon irgendwie ziemlich cool. Also ich freue mich da sehr drauf. Man reist halt so übers Land, versucht Quests zu erledigen und tritt natürlich dann auch immer wieder gegen Gegner an, muss sich verbessern, aufleveln und einiges mehr. Ist auf Englisch, also gibt es nicht auf Deutsch. Aber ja, viel Gutes gehört unter anderem vom Becky von dem YouTube-Kanal Die Nische. Auf jeden Fall eine dicke Empfehlung so für Abenteuerspiele, Dungeon Crawler und sowas. Und hier sieht man dann so einen Charakter, der Vermin Hunter. Und das ist die Klasse Human Hunter Rogue. Als Gegenstände eine Gasbombe und Red Spikes, was jetzt auch immer das ist. Und Skill ist die Kampfreflexe. Und dann steht noch was, dass man irgendeinen Test machen kann. Dann stehen hier verschiedene Werte. Agility wahrscheinlich, Constitution, ja, was auch immer. Strength, hinten rechts noch, oder rechts noch die 6. Unten auch dann bestimmte Dinge, wo man vielleicht noch was bekommt, wenn man in irgendwelchen Leveln aufsteigt vielleicht. Und unten noch Fight Round, End of Fight, Recovery. Auch noch irgendwelche Statusmarker wahrscheinlich. Und auf der Rückseite hat man dann ja, drauf, was die für Verbrechen gegangen haben. Man spielt wahrscheinlich ja alles Verbrecher irgendwie und wo die herkommen und noch ein paar Hintergrundinfos, empfohlene Skills und Schwächen, die man dann während des Spiels bekommen kann. Und da gibt es halt dann, ja, da haben wir hier noch mehr davon, den Bock Conjurer, der eigene Werte hat und natürlich hier auch Hintergrundgeschichte und sein Verbrechen und wo er herkommt und so weiter. Und da gibt es noch einige mehr, die wir halt in dem Spiel dann spielen können. Insgesamt 8. Die sehen auch alle ziemlich cool aus. Und dann haben wir hier die Kampfrunde. Das ist also quasi so ein Hilfeblatt, sag ich mal, Bogen, wo man dann den Ablauf hat, welche Ziele man auswählt und so weiter. Dann der eigentliche Kampf. Hier haben wir nochmal die Kampfwürfel, die eingesetzt werden, der Verteidigungswurf und der Angriffswurf und die Aktionen, die man im Kampf wahrscheinlich machen kann. Und auf der Rückseite sind nochmal Icons drauf und auch hier farblich schon ein Knaller. Also wirklich, da hat man nicht mit Farben gespart, mit schönen Leuchtfarben. Ja, dann haben wir noch, was haben wir noch? Dungeon Degenerates Large Counters, da werden dann Counter erklärt, die Karten, wie die aufgebaut sind, wie man auf dem Doom-Track vorangeht, der dann wahrscheinlich auch das Spielende einläutet. Noch weitere Icons, den Ablauf des Spiels selber, welche Aktionen man auf der Karte machen kann, die Rest-Actions. Ja. Dann haben wir hier zwei Hefte. Wir haben einerseits die Regeln und die Missions. Die Missions schauen wir uns mal lieber nicht an.
weil ich will ja nicht immer spoilern. Da haben wir die Regeln, die sind schon recht umfangreich. Wir haben ja 37 Seiten insgesamt. Da ist natürlich bei vielen von diesen Abenteuerspielen doch viele Aktionen möglich. Wie gesagt, alles auf Englisch, die Komponenten nochmal erklärt, ein Überblick über die Karte. Dann haben wir hier verschiedene Regionen, den Bounty Level, das ist wahrscheinlich diese Zahlen. Da wird dann mal die Karte insgesamt erklärt. Dann das Setup, welche Karten, die muss gleich anschauen, ausgelegt werden, etc. Wie man eine Mission auswählt. Und dann die Grundmechaniken, was man alles machen kann. Ja, Würfel, Attribute, Tests, Glück, Goldstücke und Erfahrung und so weiter. Rüstung, wie das mit den Statuswerten ist hier, was wir eben gesehen hatten auf den Tableaus, die Karten und so weiter. Ein Spielzug, wie der abläuft, welche Phasen man durchläuft in einem Spielzug, die Map-Action Phase, die Danger Phase und die Encounter Phase. Auch noch schöne Illustrationen, sehr gut. Und was ich halt hier cool finde, das ist halt, klar, es ist nicht realistisch und es ist was ganz anderes, aber dadurch ist es halt eine ganz andere Welt. Man hat nicht diesen, man hat nicht diese, es gibt ja so diesen Suspense of Disbelief, das heißt, wenn es zu sehr an der Realität ist, wenn man versucht, die Illustration eben nah an der Realität zu machen, oder eben das andere ist dann, also dann funktioniert es nicht so richtig, da ist das hier, was wirklich komplett anders ist, irgendwie einfacher zu akzeptieren als eigene Welt. Und es ist eben auch nicht dieses typische. Ja, Orks, Elfen, Zwerge. Also ich habe ja letztens Myst und Glory oder so, Myst und Gold oder so heißt dann Kickstarter von einem Fantasy Football, was ich eigentlich durchaus spannend fand, aber das sind ja sowohl von der Illustration her als auch von den Klassen her der Fantasy-Welt sowas von langweilig. Die typischen Orks, Elfen, Menschen und Zwerge und das finde ich halt hier total geil, dass es das wirklich eine ganz eigene Welt ist. Aber man muss einiges sich anschauen. Also hier auch nochmal einiges erklärt, wie man einen Kampf abhandelt, den Doom wehrt. Dann hier eine Maze, ein Labyrinth, dann Loot und Items. Und dann hier auch, wie man eine Kampagne spielen kann. Wahrscheinlich hier der Kampagnen, Zettel, wo man dann eben die Sachen einträgt, wo man das gemacht hat. Wahrscheinlich auch welche Quests etc. Nochmal ein Index. Ja, spannend. Also sehr viel auf jeden Fall, aber das wusste ich ja und da freue ich mich drauf. Dann haben wir hier Tokens. Das sind einerseits irgendwelche Marker, vielleicht ist es auch Geld. Dann haben wir Standees, was ich ja auch ziemlich cool finde, wenn ich spiele. Es sind halt Standees dabei, die eben auch die Grafik aufgreifen. Ja, keine grauen Miniaturen, so schön Minis oft sind. Aber das passt halt perfekt hier dann in die ganze Illustration mit rein. Dann haben wir hier verschiedene Statusmarker, wie Stunned oder Slimed. Poisoned, vergiftet. Ja. Genau, und dann haben wir hier weitere, wieder Standees und auch Statusmarker, wie erschöpft, fokust und so weiter. Gibt es noch andere Marker, für was auch immer die sind? Hext, sehr schön. Und hier haben wir dann noch Marker, ja, für Gegner, würde ich sagen. Dass man halt wahrscheinlich werden so die Gegner markiert hier. Sehen zumindest teilweise so aus, als könnten das die Gegner sein. Ja, interessant, auf jeden Fall. Dann haben wir auch ein schönes kleines Insert, jetzt nicht aufregend, aber zumindest hilfreich. Wir haben einige Zipbeutel, die hier dabei sind. Immer ganz gut. Wir haben Würfel, die natürlich für bestimmte, also für den Kampf werden die ja benutzt. Beziehungsweise haben wir auch diese Füße für die Standees drin und ebenso ganz einfache Würfel. Also auch nichts Besonderes. In dem Fall. Ja, und dann haben wir eine ganze Menge Karten. Und da werden wir sicherlich jetzt mal ein bisschen reinschauen. Und ich werde mal ein bisschen gucken, ob wir da, ja, das zeigen können. Ich denke mal, die Karten werden schon geben. Wird schon gehen, wenn ich jetzt auch nicht alle zeige. Und die gehen auch relativ einfach auseinander hier. Und da haben wir hier, ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier das ist schlecht. Da suchen wir uns mal eine Karte raus, die ja nicht so durchsichtig ist dann. So der verdächtige, ja, Einheimische wahrscheinlich. Ein Encounter, also eine Begegnung mit einem Menschen. Und ein nervöser Wanderer schaut dich von der Ferne an, eindringlich. Kannst du ihm vertrauen, dass er dich nicht an die, ja, an die Wachen oder wie auch immer verrät? Und
deine eigene Party, also die quasi Abenteuergruppe, kann entweder sich ihm nähern, kämpfen oder ihn ignorieren. Und wenn man sich halt ihm nähert, dann muss jeder eigene Abenteurer in der eigenen Party einen Test auf ML oder Stärke machen. Ja, und dann entweder ihn zu überzeugen, glaube ich, oder zu einzuschüchtern. Und wenn die Party mehr Erfolge als Fehlschläge mit diesen Würfelwürfen, mit diesen Tests erreicht, dann kann man die Karte abwerfen und dann kann man ihn bestechen mit Gold. Entsprechend zum Bounty-Level, ja, der wird dann irgendwie berechnet, genau. Und wenn man nämlich mit dem Approach-Versuch scheitert, muss man kämpfen. Man kann auch generell kämpfen, aber das ist ja eine andere, steht nicht drauf, sondern das ist ja ein genereller Ablauf. Und man kann ihn aber auch ignorieren und dann wirft man einen D6. Und wenn man ihn gleich oder niedriger als das Bounty-Level würfelt, dann ja, steigert man das Bounty-Level. Und unten dann nochmal die wahrscheinlich die irgendeine Kurzform oder eine Auswirkung von irgendwas. Und wenn der verdächtige Einheimische entkommt, erhöht man auch das Bounty-Level. Also passiert einiges und ich merke ja solche Sachen, die dann so auf den Karten so Events und Kontakte hat und ähnliches. Das ist, finde ich, ziemlich cool. Gucken wir mal hier, ob wir noch irgendwas haben, was wir auch zeigen können. Zum Beispiel der Iron Shot. Das ist ein Item. 3 Geld kostet wahrscheinlich. Alchemie ist eine, ja, es ist quasi Munition. Und um dieses Item zu nutzen, muss man es in ein anderes Item laden, das eben Munition benutzen kann. Ist halt Munition. Und, also quasi ein Gewehr oder so. Und man kann halt eine Fernattacke machen. Und dann macht man ein mehr Schaden auf Dämonen. Und wenn man eine 12 würfelt bei einem Attack, beim einem Angriff, bei dem Fernangriff, dann wirft man diese Karte ab. Also dann verliert man das quasi. Und dann gibt es halt auch viele Items, die hier dabei sind. Und so kann man die Sachen halt entdecken, was ich schon mal ziemlich cool finde. Das sind die. Dann geht es hier weiter, auch mit Items. Wahrscheinlich wird man die Sachen dann hier auch nach Rückseite, hat man halt verschiedene Rückseite wie Monster, Epic Loot, normaler Loot, Badland Monster, die dann verschiedene Regionen auch sind, erstmal in Stapeln aufteilen, sodass man dann entsprechend zugreifen kann. Haben hier nochmal auch ein Item, ein Finger von einem Heiligen, auch schön ein Relikt quasi. Und dann ist man immun gegen Flüche und Nekromonster-Fähigkeiten. Auch ziemlich geil. Ja. Was haben wir dann noch? Wir gucken mal hier. Wir haben ja den Wetland Monster. Haben wir zum Beispiel. Ja, das sieht man natürlich nicht, weil es grün ist. Ist natürlich ungünstig, aber wir können uns mal ein Lowland Monster angucken. Wir sind blau. Und das Wert hat auch sogar einen Namen, da oben, den man nicht lesen kann. Wir gucken uns mal den Skinwalker an. Da kann man wenigstens den Namen umlesen. Scratcher, Undead, Untot und Void. Das sind bestimmte, ja, Wörter halt, die dann auch auf anderen Karten sich Bezug genommen wird, auf Fähigkeit etc. Da oben sind bestimmte Werte. Value vielleicht. Dann hat man das Leben wahrscheinlich. Attack 3 könnte es unten links sein. Armor hat er offensichtlich nicht. 4 Leben. Und er hat die Fähigkeit wahrscheinlich 4, würde ich jetzt mal tippen. Ja, und noch eine weitere. Und da gibt es halt durchaus unterschiedliche, ja, Gegner, auf die man ja treffen kann. Den Murder Knight. Command Heretic, man hat einen Angriff 6, Verteidigung 6, 3 Rüstungen, also schon deutlich schwieriger zu besiegen. Dann schauen wir nochmal in den Epic Loot rein. Ich hoffe, das stört jetzt niemanden, dass wir da mal kurz reinschauen. Aber da haben wir zum Beispiel das Morbeticon, ein Buch offensichtlich, ein Item, Relikt, 20 Geld wert. Und dann muss ich einen Magietest wahrscheinlich machen und einen Erfahrungspunkt, wenn ich den schaffe und wenn ich verliere, verliere ich ein Glück, ein Luck und bin demoralisiert. Und auch unten Requirements ist das wahrscheinlich immer, das heißt, ich muss bestimmte Werte haben, um das überhaupt nehmen zu können als Item. Ach, ziemlich cool. Ja, geil, da habe ich gleich richtig Lust drauf. Das gefällt mir. Dann haben wir noch weitere Sachen. Was haben wir hier noch? Sign of Power, Epic. Epic Monster, Lore, Highland Monster, Badland Monster, also verschiedene Monster. Ich weiß gar nicht, was das hier mit dem Sign of Power ist. Dann haben wir den Finger of Scorn.
Ja, jeder Abenteurer in diesem Bereich ist beeinflusst, je nach ihren Klassen, und zwar in der Reihenfolge, die unten aufgelistet wird. Zuerst der Puritanier, und dann nimmt er ein Piercing Damage, einen bestimmten Schaden, in der Hälfte seiner eigenen MAG, seines Magiewertes wahrscheinlich. Der Warlock nimmt auch so einen Piercing-Schaden, in der Höhe der Hälfte seines MLR-Wertes. Der Händler oder Performer, weiß nicht, Darsteller, Künstler, verliert die Hälfte seines Geldes. Also es ist durchaus wahrscheinlich so eine Eventkarte oder so ein Effekt, der dann irgendwie sehr negative Auswirkungen auf alle möglichen Leute hat. Dann ja, die Epic-Monster. Vielleicht kann ich die Videos anschauen wollen, aber nicht. Aber wir schauen mal kurz beim Lara rein. Beim Lara rein. Plague, Conscript, Human Law. Hat auch irgendwelche Kosten oder Werte. Dann scheint ja aber auch eher Constitution, Attack 4, Ennui, Arm 1. Also scheint auch eher Gegner zu sein. Wobei es könnte sein, dass man vielleicht gefangen ist. Das würde zumindest vielleicht diese Rückseite davon irgendwie zeigen. Wenn man im Gefängnis ist, man sich da vielleicht erwehren muss. Auch hier ein Gegner, der Sinfinder, Human Law, Puritan. Also ziemlich cool. Also ich finde es ja wirklich abgefahren, muss ich sagen. Das sind die Karten, die hier dabei sind. Und die großen, dann haben wir noch ein paar kleine Karten, wo wir auch mal reinschauen. Und da haben wir zum Beispiel beide Seiten. Wir haben den Alchemie-Skill. Wir suchen uns ein Alchemie-Item in dem Loot-Abbruchstapel raus und machen einen Magietest oder MAG-Test, wenn es das heißt. Wenn wir den bestehen und die Kosten des Items bezahlen können, ach nee, und die Kosten des Items sind gleich oder weniger als der höchste Würfel, den wir haben, dann können wir es kaufen. Sind quasi auch so Begegnungen oder naja, so ein Skill im Endeffekt. Den können wir wahrscheinlich uns holen und dann können wir den einsetzen mal. Vielleicht einmal pro Runde, einmal pro Zug. Wenn wir die Möglichkeit haben, da gibt es den noch als Mastery. Da können wir den als das Alchemie-Item quasi auswählen im Loot- oder Epic-Loot-Abwurfstapel. Also da können wir auch Epic-Loot bekommen und auch hier wieder, wenn wir den MAG-Test bestehen und die Kosten des Items gleich oder weniger als unser höchster einzelner Würfel sind, dann können wir das für die Hälfte der Kosten kaufen. Also auch immer solche Fähigkeiten, Skills, die wir holen können. Da gibt es echt eine Menge. Inquisitor, Levitate. Ich glaube, das ist so, ja, um sich beamen oder so. Ne? Ich weiß gar nicht, liest man, kann man jetzt schlecht lesen, aber man kann den Mage oder den MAG-Test vor Forced March Test benutzen, den man normalerweise dafür wahrscheinlich nicht benutzen kann, für den Forced March Test. Und man kann den MAG für jeden Test nutzen, um die Effekte von Fallen quasi zu verhindern. Und meine Nahkampfattacken zählen als Fernkampfattacken, was auch immer für Vorteile bringt. Aber man muss MAG 9 haben. Und es gibt auch das Mastery, wo die Werte einfach halt besser sind. Und da gibt es halt eine Menge Skills. Interessant. Dann haben wir ja aber noch andere Karten, sehe ich gerade. Und zwar haben wir hier auch noch. Was ist das? Das ist Madness, wahrscheinlich im Zustand oder irgendwas. Weakness. Ah, sind die Weakness. Ah, es ist natürlich alles immer im Grün. Na, ist nicht alles im Grün. Mal gucken hier. Was wir hier noch haben. Ach, das sind der Triumphkarten. Also Weakness, das sind irgendwelche Nachteile. Ja, das sind irgendwie Nachteile, die wir auch haben dann als Charakter. Und dann gibt es den Triumph. Sieht man auch hier hinten drauf, steht Triumph. Und deine Reputation ist als ein großer Zerstörer der Hexen, hilft dir aus, ja, kein Ärger mit der Inquisition zu bekommen. Ist also gut, um da nicht mit der Inquisition in Konflikt zu geraten. Und bevor man ein Arrival Abilities, das war im Kampf eine Phase, bevor man die abhandelt, am Anfang des Kampfes gegen eine oder mehrere Puritaner, kann man einen MRL-Test machen. Und wenn man den besteht, kann man jedes Puritan-Monster, gegen das ich gerade kämpfe,
abwerfen, dass ein Erfahrungswert gleich oder weniger als mein höchster Würfelwurf hat. Also auch hier wieder Möglichkeiten, bestimmte Sachen zu umgehen, bestimmte Monster in dem Fall zum Beispiel zu umgehen und die halt und damit nicht in Konflikt zu geraten. Und dann haben wir noch weitere kleine Karten, also sind viele Karten dabei auf jeden Fall. Wir haben Danger-Karten, Doom-Karten und nochmal die Triumph-Karten. Dann haben wir Danger-Karten. Das sind halt irgendwelche Auswirkungen, die jetzt hier das Void Gate betreffen. Können dann wahrscheinlich auch andere Sachen betreffen, wie zum Beispiel Graveyard. Ja, was auch immer das dann in dem Fall genau bedeutet. Und wir haben auch Doom-Karten. Und in dem Fall auf jedem Badlands-Space haben die halt Auswirkungen. Und place a Void Gate on the hand of the Doom Space, then place a Perilous Counter there on each adjacent pass. Da werden halt irgendwelche Counter wahrscheinlich auch noch. Dann Doom ist halt, dass sich alles verschlechtert, wahrscheinlich negative Auswirkungen generell auf unser Spiel. Und wenn wir scheitern, wenn wir einen Recovery oder Force March Test nicht bestehen in den Badlands, dann bekommen wir erschöpft und vergiftet. Und das bleibt im Spiel, das Ding. Das heißt, da werden bestimmte Gegenden wahrscheinlich auch schlimmer und einfach Doom schlägt zu und ja, die Bereiche werden halt noch mehr negativ beeinflusst. Ja, das war der Blick in die Grundbox von Dungeon Degenerates Hand of Doom und ich habe ja hier noch, wie gesagt, die Erweiterung, eine Erweiterung zumindest, die jetzt ich mitbestellt hatte. Da gibt es ja auch, glaube ich, noch eine kleinere und noch eine kleine, die mittlerweile dann auch direkt aus den USA bestellbar wäre. Also wenn mir das gefällt, dann würde ich mir die wahrscheinlich auch noch holen, mal schauen. Und da ist halt ja auch noch ein kleines Regelheft dabei. Sieht man auch 2019, ist also auch schon ein bisschen her. Und das, ich weiß gar nicht, ob es einen neuen Bereich gibt, ob einfach neue Monster, neue Begegnungskarten. Hier steht auch die Plague, also die Pest ist hier irgendwie dabei. Neue Encounter. Disease, irgendwelche Krankheiten oder sonstige Dinge. Ja, also neue Dinge, neue, also mehr wahrscheinlich, mehr Abwechslung, mehr Begegnungen und so weiter. Auch hier mehr Charaktere. Noch dabei, hier haben wir noch einen kleinen Help-Sheet wieder für das, Monster Abilities, spezielle Sachen oder eben hier Immunized, Outbreak Cards, die Plague, wahrscheinlich die Effekte, die jetzt hier in dem Spiel in irgendeiner Form mit dabei sind. Und dann haben wir neue Charaktere, den Fugitive Fop, Gott, menschlich Human Merchant, Schooler, hat eine Pistole oder Pistol Knife oder Pistol Komma Knife, ne, Pistol Knife. Und ein Fluffy Familiar, sieht man da auch auf dem Bild. Ein Haustier, seine Skills etc. Und wieder hier auch Hintergrund, welche Skills empfohlen werden, welche Weaknesses empfohlen werden. Da gibt es halt 1, 2, 3, 4 neue. Sehr schön. Tolle Sache, mehr Abwechslung auf jeden Fall. Dann haben wir hier auch kleine Stanzbögen, die halt neue Marker mitbringen, einerseits die Standees für die vier neuen Charaktere und neue Marker, die dann wahrscheinlich für die Pest und was hier in dem dabei ist, die Disease drin ist und dann hier auch, sieht man hier auch, diese neuen Gegner wahrscheinlich dann auch mit dabei sind. Und wahrscheinlich Medizin, wie das aussah, ne? Spritzen. Ja, und dann schauen wir hier nochmal kurz rein, aber im Endeffekt müssten die dann ähnlich sein. Dann hat man hier auch das Reinigungselixier, ich hatte es mal so, das ist besser sichtbar, das ist ein Item, Alchemie, nicht so teuer, ist ja auch normaler Loot und dann kann man halt, kann man die Karte abwerfen, um einen Plague Counter von meinem Bereich oder ja aus meinem Bereich zu entfernen. Dann gibt es den Fluffy Familiar, der hat ja da einen Charakter als Haustier und er hat eine Quick Action, ist ein Ally, also ein Verbündeter. Und dann kann ich D3 minus 1, also ein D3 Würfel minus 1, also 1 bis 2, kann man dann Schaden, Piercing Damage, an einem Vermin Swarm in your Space machen, in meinem Bereich machen. Aber wenn man eine 1 würfelt, werfen wir die Karte ab. Also, okay, eine 2 und 3 kann man würfeln, macht man halt dann 1 oder 2 Schaden, aber wenn man eine 1 würfelt, muss man die Karte abwerfen. Und dann sind auch wieder viele andere Sachen hier mit dabei. Man hat ein Settlement Encounter. Okay, das legen wir mal hier hin, gucken, wo das sieht. Das Würstfest, Schweinefest,
In Prüttelburg, Highlands, Hunt Lodge Encounter. Das sind halt bestimmte Encounter, die dann halt in den Orten passieren können. Kann man halt, jeder kann ein Sample, eine Beispiel- oder eine Probewurst nehmen. Er kann spielen, oder er kann wetten auf das Goblin Race oder er kann das Festival ignorieren. Wenn, dann macht man, ja, handelt man ein Joust ab, was auch immer das hier in dem Fall ist. Steht aber unten auch erklärt. Auch ziemlich geil. Aber finde ich ja super, dass man so wirklich dann interaktiv Dinge erleben kann. Und wie man hier sehen kann, sind eben weitere Karten, die man immer schon gesehen hat. Loot, Monster, Epic Monster dabei. Aber ich glaube, diese Settlement-Encounters sind dann neu und bringen halt auch andere Sachen mit rein. Ja, und hier sind dann wahrscheinlich noch irgendwelche Gegenstände, wahrscheinlich auch Heilmittel etc. dabei hier. Bei den Sachen Skills auf jeden Fall dabei. Pleading zum Beispiel. Und dann Inability, okay. Dann haben wir Doom-Karten und Danger-Karten. Ja, die Gegenstände waren auch wahrscheinlich hier, die Items, genau. Das sind dann wieder irgendwelche Effekte und so weiter, die hier getriggert werden, die halt mit der Erweiterung in speziellen Zusammenhängen. Ja, sehr schön. Also super, sieht toll aus. Also ich muss wirklich sagen, irgendwie bin ich ziemlich begeistert. Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, warum, weil es sieht einerseits auch ziemlich fürchterlich irgendwie aus, aber andererseits sieht es wirklich geil aus und einzigartig vor allem und ist eben was Besonderes. Ja, das war mein Unboxing von Dungeon Degenerates. Ich freue mich da sehr drauf, muss mich natürlich erstmal einarbeiten, aber ich glaube, ich kann auch bei Becky oder bei anderen einfach mal ein paar Videos schauen. Da wird man sicherlich auch ein bisschen was von den Regeln mitbekommen. Mal schauen und dann werde ich auf jeden Fall berichten darüber, wie mir Dungeon Degenerates gefallen hat und ob das was für jemanden ist, für wen es vielleicht auch was ist, ob es was überhaupt für mich ist. Mal schauen. Das findet ihr unter anderem hier auf dem YouTube-Kanal, Ersteindrücke und andere Berichte, aber auch auf abenteuer-brettspiele.de, meinem Blog. Dort gibt es, wie gesagt, Ersteindrücke, Reviews, Toplisten, Interviews, Messenvorschauen, Kickstarter-Infos und vieles mehr. Und unter anderem auch meinen wöchentlichen Podcast, in dem ich zum Beispiel auch über meine, ja, Ersteindrücke berichte. Das war's für heute und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann.